Hallo und herzlich willkommen zu Behind the Tracks, heute mit DJ Baby D. Super, dass du da bist. Kannst du dich den Leuten mal ganz kurz vorstellen, was machst du, wo legst du auf, wo kommst du her? Also ich bin der Daniel, bekannt als DJ Baby D, komme aus Schweinfurt, lege seit 96 auf. Seit 2006, circa 2007, habe ich mich komplett in die Black-Schiene, also Hip-Hop-Schiene, entwickelt. Vorher habe ich gemischt bzw. elektronisch aufgelegt. Und seit 2011 mache ich das grundsätzlich nur Hip-Hop-mäßig. Okay, hörst aber die anderen Sachen natürlich weiterhin auch und hast jetzt deine Lust und Laune an Elektro generell nicht verloren. Richtig, also privat höre ich eher so elektronische, lounge, chillige Musik. Bei der Arbeit natürlich auch andere, damit man ein bisschen eine Abwechslung reinbekommt. Aber die Favorite-Musikrichtung ist Black-Musik, die ich auch auflege. Eine Frage, die man DJs gerne stellt, die erste Platte. Kannst du dich daran erinnern? Also viele können es wirklich nicht, also das ist auch keine Ausrede oder so, aber manchen ist es auch peinlich, mir wäre es peinlich zum Beispiel, wenn ich sagen müsste. Aber was war deine erste, weißt du es noch? Oder eine der ersten? Also die erste Platte, wo ich mich daran erinnere, die ich bekommen habe, beziehungsweise von meinem Vater bekommen habe damals, war von Bonnie M., Sunny. Mhm. Aber die erste gekaufte Platte, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also ich glaube, ich sag's jetzt einfach mal, ich meine, ich glaube, die erste gekaufte, also Platte müsste von Ten Sharp U gewesen sein. Das ist so ein Popsong mit ganz viel Klavier. Ich habe damals, ach, ist egal, es geht jetzt zu weit, aber ich habe mich geoutet, insofern alles gut. Don't stop talking, here we go. Wenn du am Abend auflegst, wie gehst du daran? Hast du eine Playlist, wo du sagst, die grob will ich schon durchhaben? Oder sagst du, na, ich muss schon darauf achten, wo ich auflege, weil das unterschiedlich ist? Oder ich gehe nur nach Bauchgefühl? Oder wie machst du das? Man hat natürlich eine Playlist, weil man muss sich auch vorbereiten, die Charts anhören, was ist momentan aktuell. Die ganzen Remixe, die ganzen Versionen sich anhören und vorbereiten. Und das ist sozusagen der Leitfaden für den Abend und man muss natürlich auch so links und rechts über den Tellerrand gucken, wie reagieren die Leute, ist es passend für den Laden und dann dementsprechend abwägen, spielt man die Liste komplett einfach nur stur durch oder man baut Variationen rein und geht auch natürlich auf die Leute mit drauf ein. Jetzt hast du gesagt, dass du 1996 angefangen hast, das ist eine lange Zeit. Was wären für dich so die Highlights, wenn du zwei, drei rauspicken magst? Wo hat es am meisten Spaß gemacht oder an was erinnerst du dich noch am meisten? Wo waren tolle Auftritte? Also an drei Sachen erinnere ich mich am besten oder am meisten. Das sind die zwei Megadrom-Partys in Schweinfurt. 2004, 2003 rum war das, wo ich das Vorprogramm für die Destiny's Childs damals gemacht habe und für die Ying Yang Twins. Das war mal richtig cool. Und bei Essen in so einer Turbinenhalle hieß das, bei ca. 4000 Mann aufgelegt, die dann richtig dann auch abgingen. Das war richtig cool. Was hat sich denn deiner Meinung nach, du bist jetzt auch echt schon länger dabei und kannst es in dem Fall dann, finde ich, auch sehr gut beurteilen, was hat sich denn geändert an der Art, wie man als DJ arbeitet oder wie die Leute feiern oder generell das Weggehen und also das DJ-Dasein, was hat sich außer der Technik, klar, das wissen wir, aber was hat sich denn so vom Grundprinzip verändert? Früher war der DJ der Trendsetter. Die Leute sind in den Club gegangen, um neue Musik zu hören, neue Musik zu entdecken, die dann dementsprechend auch dann irgendwann mal in Radios gespielt worden ist oder sich dann gekauft haben. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Die Leute hören die Tracks im Radio oder auf Facebook, YouTube, Soundcloud, die ganzen Kanäle und wollen teilweise die gleichen Versionen oder die gleiche Musik nur im Club hören und sind auch teilweise gar nicht bereit, irgendwas Neues zu hören, was vielleicht auch in einem halben Jahr im Radio gespielt wird. Aber solange es nicht gespielt wird, bekannt ist, sage ich mal, tanzen sie nicht drauf oder erst vielleicht nach dem dritten, vierten Mal. Also es ist schwieriger, die Leute von was Neuem zu begeistern, was sie nicht schon irgendwie gehört haben.
Okay. Was ist denn dann die Technik? Wie gesagt, hat sich geändert, das wissen wir. Es sind Controller gekommen. Was zum Beispiel aber geblieben ist, sind ja die Plattenspieler. Du selber legst ja auch mit dem digitalen Vinylsystem zum Beispiel auf. Was ist denn bei der Technik für dich wichtig? Was sagst du, das sind für mich Sachen, die muss die Technik auf jeden Fall vorweisen? Übersichtlich, einfach und ausfallsicher. Und das Letzte ist das Wichtigste, weil das Schlimmste dann am Abend ist, wenn die Musik aus ist und die Leute dann vorm Pult stehen und dich angucken, was jetzt los ist. Schon mal passiert bei dir selber? Bei mir zum Glück nicht, aber bei einem DJ-Kollegen. Aber wie reagiert man dann? Also ich meine, das ist dann immer schwierig. Versuchen, also ich meine, es kommt immer darauf an, was es liegt. Ne? Also ich meine, wenn jemand jetzt nur am PC sich vielleicht verdrückt hat, dann geht es recht schnell wieder. Aber wenn, keine Ahnung, irgendjemand Getränk irgendwo hingegossen hat, dann kann ja sein, dass eine Sicherung geflogen ist, dann schaut es anders aus. Dann muss man halt schauen, dass man das so schnell wie möglich zum Laufen bekommt und beten, dass das auch wirklich schnell funktioniert. Ja. In dem Fall hat es funktioniert, oder? In dem Fall waren es circa 5 bis 10 Minuten, wo das alles aufgewischt werden musste, weil er hat ein Getränk über seinen Controller bekommen und Steckdosenleiste austauschen, Kabel austauschen. Dann ging die Sicherung rein. Zum Glück waren die Leute, sag ich mal, recht gut drauf und haben dann, sobald die Musik losgelaufen ist, wieder so richtig Party gemacht und gegrillt und haben sich gefreut, dass es dann wieder weiterging. Wenn du nochmal ganz kurz vielleicht erzählen willst, wie du wirklich angefangen hast, weil für viele Leute ist das bestimmt auch interessant. Immer Leute viele Leute wollen einfach auch DJ werden oder interessieren sich dafür, wie man da so rankommen kann. Bei dir ist der Weg ein ganz interessanter. Bei mir ist der Weg interessant in der Hinsicht, weil früher ging es auch nicht anders. Also ich bin zum DJing gekommen über die Tanzschule, in der ich damals das Tanzen angefangen habe zu lernen mit ein paar Kollegen. Und daraufhin habe ich dann auch mal auf diesen Tanzpartys aufgelegt, die es am Wochenende gab. Und dann halt im Jugendclub, Jugendkreis, dann auf Plattenpartys. Und je älter ich geworden bin, natürlich erst ab 18, erst in Bars und dann in kleineren Clubs und dann auch in den größeren Clubs reingekommen. Also es ist nicht immer so einfach, dass man einfach nur daheim übt und sagt, okay, hier bin ich, jetzt fange ich an. Also das kommt schon immer Step by Step. Ne? Richtig, man muss sich sozusagen hocharbeiten, man muss ja auch wirklich die Leute lesen. Auch wirklich verstehen, was die Leute wollen und sich sozusagen hocharbeiten. Weil es bringt nichts, wenn ich nur daheim übe, die Technik drauf habe, aber überhaupt keine Ahnung habe, wie ich die Musik einsetzen muss. Selbst das ist ja, jetzt gehen wir mal nur innerhalb von Würzburg. Also Würzburg hat 120.000, 130.000 Einwohner und dafür einige Clubs, aber selbst innerhalb von Würzburg, wenn da jetzt Hip-Hop-Abend ist, selbst da ist es ja unterschiedlich, wo du bist, was du auflegst. Da musst du darauf achten, wer da ist, richtig? Richtig. Das zeigt sich, wie würdest du das festmachen? Also du weißt schon vorher, welche Klientel da kommt oder ändert sich das selbst im Club sogar mal? Das ist teilweise im Club von Abend zu Abend unterschiedlich, weil dieses Stammpublikum, wie es früher mal war, dass man sagt, okay, ich gehe jeden Samstag in den Club und jeden Freitag in den Club, das gibt es nicht mehr, das wird viel gewechselt. Mal ist es ein bisschen kommerzielleres Publikum da, mal ist es mehr undergroundig da. Manche Clubs haben das Glück, die können ihren Stil durchziehen, jeden Abend, aber bei manchen ist es so, dass wirklich das Publikum abhängig ist. Die Zukunft, sprechen wir ganz kurz darüber. Was glaubst du, wie lange du das Ganze noch betreiben wirst? An was hängt das? Das hängt an der Lust? Die Lust, ja, zu einem die Lust, solange man noch Lust hat und noch das Feeling dafür. Und solange man noch interessant ist für die Leute, solange man noch gebucht wird. Merkst du, du hast es momentan sicherlich auch noch so, weil es erzählen viele Leute, dass wenn sie mal nicht auflegen und nebenan stehen, dass sie dann doch gerne auch mal hinter die Turntables gehen würden und selber auflegen. Das Gefühl ist auf jeden Fall noch da, Das oder? Ist auf jeden Fall noch da. Ja gut, solange das da ist, ist glaube ich das beste Zeichen, dass es überhaupt gibt. Und richtig. Wenn dich jemand sehen will, wo kann er das am besten machen? Am besten ist es entweder im Club Ludwig in Würzburg oder im Airport in Würzburg momentan. Die Bilder, die wir zwischendrin auch sehen, wo du auflegst, das ist auch im Club Ludwig. Danke nochmal an der Stelle dafür. Also wenn jemand DJ Babies die sehen will, dann hier in diesen zwei Örtlichkeiten zum Beispiel oder einfach mal auf die Homepage gehen. Da kann man sich dann informieren, Videos angucken, da kriegt man auch ganz viel mit, was du so treibst. Ich bedanke mich an der Stelle und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dann, ciao.